Hermann von Helmholtz, Physiologe und Physiker, einer der vielseitigsten Naturwissenschaftler seiner Zeit, geboren 1821 in Potsdam. Als Arzt kannte Helmholtz den Aufbau des Ohrs, als Physiologe wollte er seine Funktion verstehen. Das äußere Ohr. Die Ohrmuschel mit dem leicht trichterförmigen Gehörgang und dem Trommelfell als Abschluss. Hammer, Amboss und Steigbügel. Die drei winzigen Gehörknöchelchen. Sie bilden zusammen mit der Paukenhöhle das Mittelohr. Über die sogenannte eustachische Röhre gibt es eine Verbindung zum unteren Nasenraum. Sie sorgt für den wichtigen Luftdruckausgleich zwischen der Innen- und Außenwelt. Das Innenohr, ein überaus komplexes zweiteiliges Organsystem. Es besteht aus der Hörschnecke, der sogenannten Cochlea, sowie dem Gleichgewichts- bzw. Vestibularorgan. Beide Bereiche sind mit Lymphflüssigkeit gefüllt. Dort, wo der Schneckengang beginnt, befindet sich die Membran des sogenannten ovalen Fensters. Der Steigbügel überträgt hier die Schwingungen des Trommelfells auf die Flüssigkeit in der Cochlea. Über eine zweite Membran, das runde Fenster, wird der Druck in der Cochlea ausgeglichen. Die drei Bogengänge des Vestibularorgans weisen in die drei Raumrichtungen. In der Flüssigkeit dieses Röhrensystems arbeitet eine spezielle Sensorik, die uns unsere eigene Körperbewegung wahrnehmen und das Gleichgewicht halten lässt. Die pathologischen Untersuchungen hierzu wurden von Helmholtz sehr intensiv betrieben. Der Schall, das sind Druckschwankungen der Luft, trifft auf das Trommelfell und versetzt es in Schwingungen. Nur knapp ein Zehntausendstel Millimeter erreichen die Auslenkungen des Trommelfells dabei im Durchschnitt. Ein Mensch kann damit normalerweise 20.000 bis 18.000 Schwingungen pro Sekunde wahrnehmen. Wie aber können diese winzigen Membranbewegungen auf das flüssige Medium der Cochlea übertragen werden? Die Evolution löste dieses Problem auf geniale Weise. Nur 3,2 Quadratmillimeter beträgt die Membranfläche des ovalen Fensters, 55 Quadratmillimeter dagegen die Fläche des Trommelfells. Bereits dadurch wird der Druck auf die Flüssigkeit in der Cochlea rund 17-fach verstärkt. Die Hebelwirkung der Gehörknöchelchen erhöht den Wert auf 22. So verstärkt kann der Schall die Flüssigkeit in der Schnecke in Bewegung versetzen. Stark vereinfacht dargestellt, entstehen je nach niedrigen oder hohen Frequenzen Wirbel an bestimmten Stellen des Schneckengangs. Tausende Sinneszellen registrieren diese Wirbel und wandeln sie in Nervenreize um. Das Gehirn kann sie nun zur Klanganalyse nutzen. Während seiner Tätigkeit in der Bonner Universität untersuchte der Physiker Helmholtz die Bewegungen der Flüssigkeit in der Schnecke mit mathematischen Methoden. In einer Gedächtnisrede zu Ehren von Helmholtz nach seinem Tod 1894 hieß es: Helmholtz behandelte Aufgaben, welchen bis dahin die größten Mathematiker nicht näher zu treten gewagt hatten. Indem es ihm gelang, für diese höchst verwickelten Bewegungen einige einfache Sätze aufzustellen, eröffnete er der mathematischen Physik neue Bahnen –